Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Vlog mit dir und mir, mit Dice. Und wie nennen wir das Format eigentlich? Raijin. Keine Ahnung. Labern über Scheiße, die niemand hören möchte. Das sind alle Vlogs. Genau, Intim Badcast. Intim... Jawoll! Jawoll! Intim Badcast. Genau. Das erste haben wir ja schon gemacht vor 20 Minuten. Vor 20 Minuten, genau, haben wir ja ein bisschen über Spiele gesprochen, die 2014 rauskommen, die uns interessieren. Was wir jetzt besprechen möchten ist, was wir nicht besprechen möchten, was wir euch jetzt erzählen. Ja. Das wird wahrscheinlich ein sehr einseitiges Video in dem genau. Moment, ja. Richtig. Es geht vor allem uns darum, um MMOs. Ne? Wir haben uns ja, wie bereits erwähnt, in einem MMO kennengelernt, haben auch schon einiges gespielt. 1, 2, kann's nicht mal in einer 3000 MMOs. Was ihr schon gespielt habt, zusammen haben wir auch schon ein paar bestritten. Und wir sind keine Experten. Doch, sind wir. Eigentlich sind wir es, ja, genau. Wir haben schon viele MMOs gespielt und kennen natürlich auch gewisse Stärken und Schwächen von den einzelnen MMOs und darüber möchten wir genau reden. Über MMOs, wie wir das sehen, wie das in Zukunft laufen sollte, wenn wir ein MMO machen würden. Machen wir ja. Machen wir? Ja. Cool. Wir machen ein MMO. Mit Krabby der Hagrid. Mit Krabby. Genau. Wollen wir erstmal bei einem Thema anfangen, dass wir sicher sein können, dass Olli direkt wieder abschaltet? Genau, richtig. Olli, schalt jetzt ab. Denn wir reden über Guild Wars 2. Richtig, über Guild Wars 2, genau. Guild Wars 2, hammergeiles MMO, wirklich top, absolut genial gemacht. Was mir am besten gefällt bei Guild Wars 2, man soll immer das Positive sagen. Ja, erst sagen, das Positive und dann, genau. Und dann kommt das Gebäsche. Genau. Ich hab mein Schwert nicht hier, ja, genau. Was mir extrem gut gefällt, das Zahlsystem. Guild Wars 2 ist ein Buy-to-Play. Also man kauft sich das Spiel und kann es danach spielen und hat keine weiteren Ausgaben mehr. Es sei denn, man möchte sich im Ingame-Store ein bisschen Skins kaufen. Was man aber auch über Ingame-Geld. Korrekt, genau. Das Problem war am Anfang ein bisschen, dass man nicht so schnell viel Geld erspielen konnte. Aber das Problem haben sie mit den letzten Living Stories wunderbar rausgehauen. Richtig, genau. Und da ist auch ganz genau, glaube ich, der Punkt, wo wir beide sagen, korrekt, wo wir ansetzen in diesem Video. Denn es gibt zum einen diese Versprechung von den Entwicklern, bevor ein Spiel rausgekommen ist. Wir wollen nicht dasselbe MMO machen wie alle anderen, genau, wo man dann plötzlich nur noch am Grinden ist und am Farmen und besseres Equip sich irgendwie beschaffen muss. Itemspirale, was die mittlerweile ja auch, ja, nicht wirklich. Sie haben es nicht wirklich, nee. Es ist zumindest nicht so ein Progress drin wie in anderen Spielen, genau, dass jetzt da alle 2 Monate neuer Raid-Content reinkommt und man da wieder neues Equip für braucht. Ja. So ist es nicht, aber es war eben der Riesentonus, bevor dieses Spiel rausgekommen ist, hey, wir wollen das anders machen. Richtig. Jeder soll das machen, worauf er Spaß hat und auch keine Nachteile gegenüber anderen Leuten haben, die etwas anderes machen. Richtig. Also wenn man in Instanzen mit Vorliebe geht, dann soll man da genauso belohnt werden, wie wenn man Handwerk machen möchte. Korrekt. Vorwiegend. Und das haben sie mit den letzten Living Stories so ein bisschen, vielleicht sollten wir da auch noch erklären, was Living Stories sind. Ja, eben wie gesagt, das ist ebenfalls ein Punkt, was ich noch gerne erwähnen möchte. Liebe ArenaNet, ich danke euch dafür, für diesen 14-tagigen Turnus, wo ihr Content reingepatcht habt. Hört auf damit. Bitte hört auf damit. Content! Ich werde in Zukunft nie wieder sagen, hey, bring Content. Endlich kurz nach Release und so. Ich werde es wirklich nicht mehr sagen, weil es ist too much. Diese Living Story ist too much und den Content, den ihr bringt, ist nicht das, was ihr wirklich bringen könntet. Ich meine, es hat gut angefangen. Damals, wie sie mit Flamme und Frost angefangen haben, ich glaube, Phase 1 lief einen Monat, Phase 2 auch nochmal, Phase 3 dann auch nochmal. Korrekt. Das war ein bisschen zu lang. Richtig, dafür, genau. Für das, was man in dieser Zeit erledigen konnte. Ich glaube, Phase 1 war nur, hey, helf den Flüchtlingen, die jetzt gerade von nach Hulbrak wollen oder in die Schwarze Zitadelle. Und richtig, das einen Monat lang machen, das macht auch keiner. Ja, logisch. Aber das, was sie im Moment machen, alle 14 Tage wird irgendwie
was Neues aufgerissen. Plötzlich ist in einem Gebiet, wo man schon 100.000 Mal war, von heute auf morgen ein Riesenturm und die Naga laufen da Apeshit und... Nee, die heißen ja gar nicht Naga, die heißen Krayt. Krayt, genau. Krayt, genau. Das sind Schlangen. Das sind Schlangen. Und Scarlet. Und Scarlet, genau. Scarlet ist die Gemüsedirne aus... Gemüsedirne. Aus Guild Wars 2. Ja, nein, ich meine, es mag zwar Story dahinter haben, hat es ja. Ich meine, Scarlet ist da, will die Welt zerstören. Hm, man kennt's. Ja. Ja. Aber... Ja, eben noch Drachen. Ja, das ist eigentlich dieser große Hauptplot mit den Drachen, der gehört... Oder der, ja, der ist im Moment so ein bisschen im Hintergrund. Ich meine, man kann von Stufe 1 bis Stufe 80 kann man seine Personal Story durchmachen. Ab, ich glaube, Stufe 30 oder 40 wird das dann auch wirklich akut mit Seitan, dem ersten Drachen, den man schon bekämpfen kann. Ja. Und dann ist man Stufe 80 und besiegt Seitan, was im Übrigen ein sehr lächerlicher Kampf ist. Dafür, dass es ein ältesten Drachen ist. Wurde auch schon 100 Mal erwähnt. Wurde schon 100 Mal. Wollen wir auch gar nicht Videos, drüber reden. Also, aber es war wenigstens ein Drache. Es war das, was ArenaNet am Anfang versprochen richtig, hat. Hey, genau. Die Drachen waren schon immer da. Genau. Und seitdem, ich meine, das liegt jetzt ein Jahr zurück, von der Story her ist Seitan auch schon seit letztem Jahr November tot. Korrekt. Nämlich in dem Moment, wo die Südlichtbucht als bislang erstes neues Gebiet und einzigst neues Gebiet reingepatcht wurde. Mhm. Aber es passiert einfach nichts. Was machen die anderen Drachen? Ist Jormark vielleicht gerade auf den... Kaffeekränzchen. Ja, irgendwo auf einer karibischen Insel und denkt sich... Hallo. Tyria, fuck you, ich habe jetzt keinen Bock. Jormark im... Kurzen Röckchen. Baströckchen. Ja, so geil. Nein, aber das ist echt so. Man hat meiner Meinung nach ja praktisch den Hauptplot verloren. Ja. So zwischendurch mal. Ja. Und da werden immer wieder große Living Stories angekündigt mit, das wird die Welt für immer verändern und dann wird die Königin angegriffen. Aber hey, die Königin wusste das vorher schon und hat Vorkehrungen getroffen. Richtig. Und ist deswegen nicht gestorben. Wo ich mir dann denke, okay, wann hat das denn jetzt bitte schön die Welt verändert? Richtig. Und ich wollte noch auf einen Punkt hinaus, aber ich weiß ihn nicht mehr. Er ist mir gerade abhanden gekommen, während ich das mit der Königin erwähnt habe. Es ist im Übrigen ohnehin eine Schlampe. Das können wir so sagen. Richtig. Die Königin der Menschen ist eine Schlampe. Genau. Eine blöde Kuh, zudem auch. Ja. Nee, wie gesagt, eben Guild Wars 2 hat neue Maßstäbe gesetzt, was MMO anbelangt. Indem sie einfach wirklich mit vielen Traditionen, die andere immer als MMO genommen haben, haben sie wirklich gebrochen, gerade eben auch dieses Upscaling, Downscaling, finde ich eine absolut geile Innovation. Ja. Ich finde, das könnte man auch noch ein bisschen ausbauen. Könnte man. Zum Beispiel auf Instanzen abwälzen. Das haben sie ja gemacht. Ich sehe das mehr von der Spieleranzahl her. Wenn du als Solo-Spieler reingehst, dann kannst du es auch Solo machen. Wenn du als 10er-Gruppe rein willst, dann ja. Gibt's ein Raid. Oder wie auch immer, ne? Auch das PvP-System, das World versus World versus World versus World versus World versus World versus World, ist cool, ist wirklich cool. Also die ganzen Sachen, die da abgehen mit diesen Zergs, wo man rumrennen kann und einfach wirklich Party haben kann, dass man da währenddessen auch noch leveln kann, seinen Charakter. Absolut top. Ne? Oder Handwerk. Stufe 1 bis 80 mit Handwerk, überhaupt kein Problem. Ist machbar, genau. Wenn ihr den Geldbeutel dazu habt. Richtig, genau. Und eben, wie wir wissen, in der Vergangenheit ist ziemlich viel Geldbeschaffungsmöglichkeiten sind dazugekommen. Ein Grinding, Living Story, Event nach dem anderen. Alles hat angefangen mit dem Jubiläum der Königin. Danach kam Schlag die Gruppen von Scarlet zurück. Danach kam, was kam nach diesem Event? Da kam auch noch irgendwas. Ab da habe ich auch schon gar nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Dragon Bash. Das Dragon Bash habe ich, glaube ich, aber noch gespielt. Das habe ich noch gespielt, ja. Gott, was kam danach? Okay, was im Moment gerade läuft, ist dieser dusselige Turm in den Kessex-Hügeln. Ja, genau. Und das ist auch wieder nur, man wird da reingeschmissen, kann sich einem Zerg anschließen und wenn man ganz oben ist, kriegt man was. Und hat vorher 300 Gegner getötet. Ja, es ist einfach Grinding. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich grinden will, hole ich mir einen Asia-Grinder. Also bitte ArenaNet, macht irgendwas. Aber es ist vor allen Dingen schade. Ich meine, wenn diese Living Story, wie gesagt, wir seit wann spielen wir es jetzt schon nicht mehr? Seit
zwei, drei Monaten. Ja, kommt hin. Wenn diese Living Story irgendwann in dieses allumgreifende Storygerüst reingreift, ein neuer Drache kommt, weil Scarlet halt einfach mal meint, hey, ich habe jetzt mal Bock auf Jormak, aber ich sehe es halt irgendwie noch nicht. Nee, ich auch nicht. Also irgendwie. Aber wenn es so sein sollte... Es ist irgendwie, es sind einfach einzelne Geschichtsteile, die da jetzt irgendwie reingebastelt werden. Und man fragt sich auch ständig, wo kommen diese Leute plötzlich her? Ja, korrekt. Also, wo kam Kanach her, der dann plötzlich auf der Südlichbucht war? Keine Ahnung. Ja. Wo kommt Scarlet her? Genau. Sie ist von den Aetherklingen-Piraten. Yay! Ja, wo kommen die Aetherklingen-Piraten her? Ja. Außer, dass da mal diese Mai Trin, dass sie wohl eine Asiatin war aus Kanta. Richtig, genau. Und das ist auch so ein bisschen... Es wurde am Anfang erklärt, ja, man kann nicht übers Meer fahren nach Kanta, aus dem einfachen Grund, oder nach Ilona, aus dem einfachen Grund, weil Saitan im Meer ist und das alles halt ein bisschen unterbindet. Und man kann nicht nach Ilona, weil dort Kralkatorik ist. So, Saitan ist tot, seit letztem Jahr November. Offiziell von der Geschichte. Richtig. Warum setzt man sich nicht in ein Boot und fährt einfach mal nach Kanta? Korrekt. Und guckt mal, was da so abgeht. Richtig. Oder auch wenn Arenanet sagt, ja, wir wollen erst Tyria fertig machen, dann macht verdammt nochmal Tyria fertig. Dann baut neue Gebiete ein, baut den Maguma-Dschungel ein, baut die Fernenzittergipfel ein, baut die Char-Heimat von der Blutlegion ein, baut die Kristallwüste ein. Wie heißt das andere Gebiet? Feuerringinseln, baut die ein. Ist mir vollkommen egal, nur macht neue Gebiete. Richtig. Und macht von mir aus auch Mid-Level-Gebiete, dass da nicht nur Stufe 80er-Gebiete neu dazukommen. Ja, voll. Weil da müsste man eigentlich diese ganzen Farming-Events aus Kessex-Hügeln und so, bräuchte man dann nicht mehr. Korrekt, ja, genau. Also eben, das Farmen geht mir auch ziemlich heftig auf den Zeiger. Ja, besonders, weil halt eben alles gesehen, alles erlebt. Das ist, wenn man 100% der Map bereits erkundet hat. Habe ich leider. Und das ist wirklich so ein bisschen, ja... Wieder mit einem neuen Twink durch die komplett genau gleichen Gebiete, die man bereits schon sowieso gemacht hat. Klar ist bei jedem MMO so, wenn man einen Twink hochzieht, aber irgendwie... Ja, und dann ab und zu hat man ja nochmal eine Veränderung drin, wie jetzt Kessex-Hügel, aber... Ja, andere Gegner. Ja, du kommst dann in die Kessex-Hügel. Ich meine, ich war da letztens mit dem Twink, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe es ganz genau 20 Minuten dort ausgehalten, aus einem ganz einfachen Grund, weil um diesen Turm 100.000 Elite rumstehen. Und irgendwelche anderen Sachen dann noch da ablaufen. Plötzlich läuft hier ein Golem über den Weg, der meint so, hey, komm mit mir darüber helfen. Du läufst ihm hinterher und wirst einfach nur weggemorscht, weil das Gebiet mittlerweile so weit hochskaliert hat, weil in diesem Turm so viele Leute rumrennen, beziehungsweise um diesen Turm drumherum, dass du da eigentlich auch nicht mehr wirklich twinken kannst alleine. Ja. Und das finde ich ein bisschen doof. Richtig, genau. Ja, aber genug über Keldus 2. Nein, ich würde gerne... Einen Aufruf starten? Aufruf starten. Ich möchte gerne ein komplettes Add-on haben. Von mir aus macht Tyria erst fertig, aber ich möchte ein Add-on haben, wo diese Gebiete, die ich eben aufgezählt habe, zumindest teilweise dann plötzlich doch mal vorkommen. Und die ganzen Story-Stränge, die man angefangen hat in der Charaktergeschichte von Stufe 1 bis Stufe 80, dass man die auch mal weiterführt und nicht einfach mit Saitan aufhört und seitdem nur noch Jubiläumsfeiern mit der Königin macht und... Ne, so, ja. Interessiert mich nicht. Bringt ein Add-on, ich bezahle gerne 60 Euro dafür. Gerne, sehr gerne. Ja, wenn ihr dafür Content bringt, der endlich mal wieder einen Wert hat und nicht einfach nur stupides Gegrinde ist, was in 2 Wochen wieder verschwunden ist. Richtig. Oder in 2 Wochen das nächste nachkommt. So, ja. Muss nicht sein. Richtig, korrekt. Und bringt endlich mal neue Waffenskills. Ich renne seit einem Jahr mit meiner Mesmerin mit den gleichen Waffenskills rum. Ja. Warum? Keine Ahnung. Habe ich nichts dazu gelernt. Keine Ahnung. Ist doch scheiße. Das ist, ja. Ich finde es mittlerweile echt... Ich meine, ich liebe Guild Wars. Ich bin Guild Wars-Spieler seit der ersten Stunde von Guild Wars 1. Ich habe nur wegen ihm angefangen. Ja, da seht ihr es. Und nachher hat es dir gefallen, ne? Wie gesagt, die Umgebung hat gestummt. Ich hasse dich. Nein, wirklich, dieses komplette Lore-Konstrukt, was man da auch mit Guild Wars 1 aufgebaut hat, was in Guild Wars 2 im Grundspiel übernommen wurde und dann haben sie irgendwie einen Faden verloren. Ja. Ist einfach so, das kann man so stehen lassen. Und ja, das passiert im Übrigen mit vielen MMOs in letzter Zeit. Natürlich. Überleitung. Das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht so viel interessieren, aber ich möchte trotzdem mal WoW ansprechen. Bitte. Ja, neues Add-on angekündigt. Warlords of Draenor heißt es, glaube ich. Ich spiele WoW jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr. Erwähne es bloß nicht. Nein, ich spiele schon länger nicht mehr.
3 oder 4 Jahre. Das ist noch länger. Das war 3-4 Tage? Das war bevor wir... Nein, das war ja nicht das... Ach, das sage ich jetzt nicht. nein, es war auf jeden Fall, bevor wir Ion angefangen haben. Ist sogar schon über 5 Jahre her, ist ja auch egal. Das letzte Add-on, was ich da mitgemacht habe, war Wrath of the Lich King. Und jetzt mit diesen Kataklysmen habe ich, glaube ich, auch noch, wo sie die alte Welt ein bisschen umgemodelt haben, wo ich sagen muss, ja, voll geil, endlich werden mal, wenn man twinken will, die alten Areale komplett umgekrempelt und nicht nur durch eine Living Story. Das war ein sehr großer Schritt und vor allen Dingen auch ein sehr tapferer Schritt, muss man im Nachgang sagen, weil die viele Sachen einfach komplett verändert haben. Und das Gleiche machen sie jetzt mit dem neuen Addon mit der Scherbenwelt. Und die Scherbenwelt, das war damals nicht nur mein Lieblings-Addon, das war auch das Lieblings-Addon von vielen Leuten. Und dieser Content wird jetzt auch komplett umgemodelt. Und da hat man erhebliche Story-Schwierigkeiten mittlerweile. Denn was macht man denn? Man startet als kleiner Stufe 1 Charakter in der zerstörten Welt nach dem Kataklysmus. Wie heißt das auf Deutsch? Kata-Dingens. Ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Nach diesem einen Ihr Addon. Seid Experten. Und man startet in dieser Welt und soll diesen einen komischen Drachen töten. Das macht man von Stufe 1 bis 58. Dann kommt man in die Scherbenwelt, wo man Illidan töten muss. Alles klar, dann ist man durch die Scherbenwelt durch, wird niemals Illidan getötet haben, aus dem ganz einfachen Grund, weil da keine Leute mehr rumrennen und Raids mit einem machen wollen. Dann kommt man nach Nordend, soll da dann plötzlich den Lichtking töten, obwohl Illidan noch gar nicht tot ist, ist dann da komplett durch, kommt dann wieder zurück in die normale Welt, wo man dann wieder gegen den Drachen kämpft. Was hat man die 20 Stufen davor gemacht? Interessiert keine Sau, ne? 2 tote Bosse nochmal angefangen zu bekämpfen. Und wenn man da dann durch ist, dann geht man nach Pandaria und von da geht man dann wieder in die Scherbenwelt. Und ich denke mir dann einfach, roter Faden, storymäßig, scheiße. Ja. Ist einfach so. Man kann über WoW sagen, was man will. Sie haben eine riesen Story hinter ihrem kompletten Warcraft-Universum gesponnen. Aber dieses MMO führt das alles echt. Da wird ja auch bald ein Film kommen zu Warcraft. Da wird 2015 ein Film kommen. Korrekt. Mit diesem komischen, wie heißt er? Colin Farrell. Colin Farrell. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter sprechen. Colin Farrell. Colin Farrell. Weiß ich noch nicht. Werde ich mir nicht angucken. Keine Ahnung. Ja, nee, also hat jetzt auch nichts wirklich direkt mit World of Warcraft zu tun. Aber wie gesagt, das Warcraft-Universum ist riesig. Also das hat ja angefangen mit den Strategiespielen Warcraft, Warcraft 2. Warcraft 3. Warcraft 3. The Frozen Throne. The Frozen Throne. Genau, und dann natürlich auch mit World of Warcraft. Ja, eben wie gesagt, für mich, Rita ist aus meiner Erfahrung, ich habe es auch mal gespielt, den Gratis-Testmonat. Dann habe ich es wieder weggelegt, deinstalliert. nee, für mich, ich konnte mich einfach mit der Optik nicht anfreunden. Damals irgendwie, schon damals nicht. Damals war es auch noch wirklich eine super Optik, aber das hat mir irgendwie nicht gefallen. Einfach. Ja gut, Optik ist ja eine Sache, aber wir wollen ja in diesem Video mehr darüber reden, was diese Hersteller gerade aus Spielersicht, aus unserer Spielersicht, korrekt, ja, falsch machen. Oh, da kann ich noch eine Sache zu WoW anmerken. Und zwar, dieses Spiel ist unheimlich einfach geworden. Und zwar so einfach, Skillbäume gibt es nicht mehr, also gibt es schon noch. Man kriegt alle 15, ja, da kommen wir gleich zu, Es gibt alle 15 Level irgendwie einen Skillpunkt. Und wenn ich daran denke, was ich da vorher gemacht habe, so alle 2 Level kriegst du einen Skillpunkt und hast dann da deine riesen Skillbäume und musst hier noch wirklich Gedanken drüber machen und umspecken und hast du nicht gesehen, das ist jetzt alles raus. Und die Raids sind wohl auch aus, ja, ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die das noch immer noch spielen. Ja, so Leute gibt es auch noch, ich glaube 9 Millionen Verrückte da draußen. Ja. Und die Raids, die sind halt einfach auch mittlerweile, Ja gut, nee, also ich meine, spielt, was ihr wollt. Vercasualisierung. Ja. Das ist so ein bisschen das. Es ist halt eben, MMOs haben eine extrem große Fangemeinde und vor allem auch eine sehr schwankende Fangemeinde. Ja. Also das ist, ja. Kommt ein neues MMO raus, dann gehen sie wieder von da nach da. Das ist so ein kleines Nomadenvolk. Richtig, genau. Und da hast du zwischendurch wieder Leute, die bleiben irgendwo auf einem MMO hängen und kommen wieder andere dazu und noch mehr dazu und die einen ziehen dann wieder ab und... Also, alles in Wellenbewegung. Oh Mann, Gott, sieht das scheiße aus.
Ist ja auch alles legitim. Genau. Ist ja auch wirklich alles legitim. Ich möchte niemandem vorschreiben, was er für ein MMO gar nicht. Oder ob er ein MMO spielen soll. Richtig. Aber es ist einfach. Spielt. Ja. Modern Warfare. Yeah. Geil. 60 Euro kriegst du 4 Stunden Kampagne für. Yeah. Super. Und dann Multiplayer. Genau. MMOs. MMOs, genau. Da waren wir. Nein, es ist einfach. Wenn man früher ein MMO gespielt hat. Ich meine, du kennst es auch, du kennst es aus dieser Ultima-Zeit noch, ne? Oh ja. Oh ja. Oder ja, auch Guild Wars 1 meinetwegen. Man ist da reingekommen, man konnte es zwar als blutiger Anfänger spielen, man hat auch recht schnell durchgeblickt, aber wenn man es wirklich auf die Spitze treiben wollte, dann musste man dranbleiben, musste sich das alles angucken, musste dann auch mal hier und da ein bisschen was machen, was eigentlich jetzt nicht im roten Questfaden irgendwo vermerkt war. Und das fehlt jetzt den meisten MMOs. Du wirst irgendwo reingeschmissen, du hast dann halt deine Gebiete, die du von 1 bis Maximalstufe durchmachst und die machst du mit jedem Charakter durch und du hast bei den Gebieten auch keine Möglichkeit, irgendwie mal links und rechts zu gucken, weil einfach der Questfaden. Ja. Man kommt in das Gebiet rein, man kriegt eine Quest. Wenn man die abgeschlossen hat, geht man zum nächsten und so weiter, bis man irgendwann durch das Gebiet durch ist. Und dann hat man ganz genau nichts von der Welt gesehen und weiß eigentlich gar nicht, warum das jetzt so toll war. Ja, richtig. Also das finde ich, das haben sie mit Guild Wars 2 haben sie das wirklich dermaßen super umgesetzt. Man muss nicht zum 80 werden durch alle Gebiete durch. Schaffst du auch gar nicht. Du bist viel früher 80. Richtig, genau. Und das finde ich eben interessant, dass du, trotzdem, dass du 80 bist, hast du dann noch Gebiete, die zwar Low-Level-Gebiete sind, mit diesem Downscaling, jedoch wieder als, klar mit deiner Ausrüstung, aber halt eben runtergelevelt oder runtergestuft, wieder durch neue Gebiete gehen musst. Und das war eigentlich in meinen Augen wirklich der große Reiz von Guild Wars 2. Und es gab in dem Sinne keine Quests. Also man kann wirklich, man wird dafür belohnt, man durch die Welt geht. Und klar, wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, könnte man sagen, diese Herzchen-Events, das sind nichts anderes wie Quests, ohne dass du einen Questgeber ansprechen musst. Richtig, genau. Man kann ihn zwar noch ansprechen und die Hintergründe erfahren, aber warum? Man sieht ja, was passiert. Ja, man kann auch sagen, die Events sind einfach Quests, die in einer gewissen Zeit jedes Mal wieder ablaufen. Und teilweise aber das finde ich schön verpackt, das Questen. Es ist wirklich schön verpackt. Vor allen Dingen, weil du siehst. Du kommst nicht hin, sprichst mit dem Bauern und der sagt dir, ja. Oh, ich werde hier von Dieben angegriffen, schon seit 30 Millionen Jahren. Kannst du bitte mal gucken? Und dann gehst du da hin und da stehen ein paar Diebe auf dem Feld und die machen halt einfach nichts. Die stehen halt einfach richtig. Da. Genau. Und du denkst dir so, okay, was ist das jetzt hier für eine Bedrohung? Und in Guild Wars 2 ist es halt wirklich so, du kommst dahin, du kriegst dann plötzlich eine Einblendung, ha, neues Event, hier töte die Diebe und die Diebe sind da wirklich am Brandschatzen. Und wenn du es nicht tust, dann kannst du das nächste Mal drauf Gift draufnehmen. Kannst du das nächste Mal Gift draufnehmen, wenn du das nächste Mal an ein Haus vorbei reinst, dass es vielleicht von Dieben überrannt wurde. Und zerstört dann, wurde. Ja, plötzlich da... Ja, zerstört eher. Es gibt ein paar wenige Gebäude, die man zerstören kann. Ja. Und das ist dann halt dieses Gebiet. In den Kessex-Hügeln sieht man es wirklich extrem. Ja. Dieser ewige Zerg zwischen den Zentauren und den Spielern, die da sind. Wenn halt keine Spieler da sind, dann fällt nach und nach ein Stützpunkt nach dem anderen. Genau. Und das finde ich, wie heißt ganz oben dieses Gebiet? Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Keine Ahnung, ganz oben ist, glaube ich, Stufe 45er Gebiet. Richtig, genau. Da findet praktisch dieser ganze Streit zwischen Mensch und Zentaure dann nachher sein Finale. Genau. Und das ist wirklich ein gebietsüberspannendes Event. Also viele kleine Events, die dann plötzlich in diesem riesen epischen Kampf gegen diesen Zentaurenhäuptling ausarten. Und mit zwei Gruppen, die einen kommen von der Seite, die anderen kommen von unten durch die Höhlen durch. Und das sind halt Events, das sind wirklich so diese Lichtgestalten im MMO, wo du dir denkst, so, ja, geil, ich habe jetzt hier mitgeholfen. Genau. Jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass er nach 2 Stunden nachspawnt. Richtig. Aber das, anders kann man es nicht machen. Nee, natürlich kann man es nicht anders machen. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, wenn ich es zum dritten Mal gemacht habe, dann habe ich die Schnauze davon voll. Ja, dann reicht's. Ne? Dafür ist dann einfach viel zu wenig Dynamik noch in dem Event an sich. Ja, richtig. Aber es kann halt mittendrin fehlschlagen und dann kommst du halt nicht zum Boss und kannst die geile Truhe nicht looten. Das kann alles passieren. Ja, richtig, genau. Und was sie jetzt schön gemacht haben, finde ich einfach, ist mit, wie heißt der? Dieser komische Drache. Tickwattle. Tickwattle. Ja, das ist praktisch Sunless. Die Antwort von ArenaNet auf Raids, auf Raid-Content. Richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die instanzierten Raids.
ich muss es ganz ehrlich sagen, ich komme zu diesem Tequattl-Kampf. Ja, es ist super schön, ich bin dann halt da, einer von 100, 200 Spielern, ja, 200 werden es nicht sein, aber einer von sehr vielen Spielern, und wir knüppeln einfach auf diesem Drachen rum und dann stirbt irgendwann der Drache und man soll angeblich nach dem belohnt werden, wie man an dem Kampf teilgenommen hat. Aber man kann wirklich von A bis Z sein Bestes geben und wenn man einfach Pech hat, kriegt man aus der Kiste nur Scheiße raus. Und ja, ja, es ist nett, man hat irgendwie so das Gefühl, Man arbeitet mit den anderen Spielern an etwas Großem. Aber es hat keinen Einfluss auf die Welt, ob das Event jetzt scheitert oder ob wir gewinnen. In beiden Fällen, okay, sobald der Timer abgelaufen ist, wird Tequattl verschwinden. Genau. Und das war's. Dann kommt er nach ein paar Stunden wieder. Richtig. Und wenn man es schafft und kriegt dann halt diese lustige Kiste, dann ist im Zweifel noch nicht mal was drin. Korrekt. Insofern, die Antwort auf Raids in Guild Wars 2 finde ich im Moment nicht so. Puh. Nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann man mehr draus machen. Richtig, hätte man mehr draus machen können. Kann man auf jeden Fall mehr draus machen. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, jetzt ohne Aufnahme dabei, dass man halt wirklich mal so gebietsübergreifende und von mir aus auch rassen- oder klassenübergreifende Aufgaben in so einem Event verteilt. Das wäre cool. Dass dann halt wirklich die Elementarmagier irgendwo ein Artefakt einnehmen müssen, was auf der Karte spawnt und dort halt mit ein paar Leuten rumkanalisieren müssen, um damit dieser alles zerstörende Todesstrahl aus dem Weltall auf den Gegner losgelassen wird oder ein Schutzschild gezaubert wird oder irgend sowas, dass auf jeden Fall die Leute eine Aufgabe wirklich haben und nicht einfach stupide vorm Boss stehen und da meinen, wir müssen jetzt mal da drauf bolzen und derjenige, der halt am längsten überlebt und den meisten Schaden gemacht hat, der kriegt dann halt eine bessere Belohnung. Ich bin AFK. Ja, AFK kannst du bei denen jetzt auch nicht mehr gehen. Gut, das, ja, das ist halt einfach so. Aber ja, es heißt Meta-Event. Und so sollte es auch eigentlich sein, dass halt das komplette Gebiet mit eingeschlossen wird und nicht nur punktuell dieses eine kleine Küstenabschnittsdingens da unten. Und genau. Beim Rest vom Gebiet ist es so wie jedes Mal, wenn du da durchläufst. Das ist halt. Genau. Nein, aber wenn man Meta-Events und große Events machen will, dann bitte wirklich gebietsübergreifend. Und zwar so, dass es Sinn ergibt, dass man da halt steht und wie gesagt, klassenübergreifend vielleicht sogar, ich würde es noch nicht mal klassenübergreifend machen. Ich würde es einfach so machen, dass ein paar Leute diesen Punkt einnehmen müssen, ein paar Leute diesen Punkt einnehmen müssen und wenn sie das lange genug geschafft haben, passiert irgendwas Tolles, damit der Stoßtrupp vorne wieder weiterkommt und irgend sowas. Dass absolut, die Spieler halt zusammenarbeiten müssen. Richtig, genau. Und nicht einfach nur dastehen und draufbolzen und hoffen, dass der Boss down geht, bevor der Timer auf Null geht. Korrekt. Das ist, für mich ist das kein Raiden. Nee. Das ist für mich bäh. Das ist einfach Tontauben schießen mit dem Maschinengewehr. Ja. Wir stellen einen großen Boss hin, mit viel Leben, Macht. Richtig. Aber wenn wir uns noch mal ein paar andere MMOs angucken, dann haben wir ziemlich länger über Guild Wars 2 gelästert. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger über Guild Wars 2 lästern. Ich will eigentlich gar nicht so viel drüber. Okay. Weil Guild Wars 2 ist wirklich ein geiles dann Spiel. Also wenn bring uns mal auf ein anderes MMO. Auf ein anderes MMO, ja. Was könnte ich dann von hinten nach vorne nehmen? Terra. Terra, ja. Terra. Saugeiles Kampfsystem. Zumindest bis Level 20. Danach wird's öde. Danach wird's richtig öde, ja. Danach wird's richtig öde. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, Terra hat, was Kampfsystem anbelangt, wirklich Maßstäbe gesetzt. Bis Level 20. Und dann hat man es eigentlich gesehen. Weil fairerweise muss man sagen, das Kampfsystem wurde ja nicht schlecht damit. Richtig, über korrekt. Stufe 20. Das Problem war einfach, man hat dann irgendwie, ja, es war dann halt auch immer, ja, ich mach dasselbe. Ich hätte es mir mehr dynamischer voll. Dynamischer vorgestellt. Mit mehr Dynamik drin. Also klar, die Bossfights, gerade nachher in den High-Level-Instanzen, die sind schon teilweise wirklich. Da musst du. Fordernd. Ja, da musst du wirklich. Ne? Also stehen bleiben und. Kostet mal was, dann bist du tot. Ja. Finde ich im Übrigen schade, dass sie da das Magiesystem so ein bisschen nutzlos gemacht haben. Alle anderen können im Laufen angreifen, nur die Magier müssen stehen bleiben. Effektiv die einzigsten, die irgendwie einmal mit der groben Kelle vom Boss in den Boden geprügelt werden. Ja, richtig. Also. Und was ich natürlich an Terra auch absolut Hammer finde, ist ein Bodyblock. Ja. Und der ist auch richtig geil umgesetzt. Also da kann der Tank, der Lancer, kann hinstellen, sich mit dem Schild da hinstellen und
einfach vor seine Mannschaftskollegen, und wenn der Boss da draufprügelt oder ein Gegner draufprügelt und eine Charge-Attacke macht oder sonst irgendwas, dann schlägt er einfach auf Schild. Also man kann mit einem Lancer, mit einem Tank wirklich blocken. Aktiv blocken. Und das ist geil. Bitte, liebe MMO-Hersteller, künftig blocken. Aktives Blocken. Ne? Also hier mit hinstellen. Mit Bodyblock. Genau, mit Bodyblock. Genau. Also muss auch zum Beispiel in den Städten Bodyblock, dann ist das Bodyblock ausgeschaltet, damit man auch nicht irgendwie die anderen Mitspieler damit vor den Händen rumpenetriert. Ja, ja. Damit hatten sich damals, glaube ich, in Age of Conan ganz schön richtig, in die Lassen gesetzt. Genau, und Age of Conan war ja so, da gab es irgendwie komplette Gilden, die sich da an Ausgängen gesammelt haben. Es waren praktisch Wegelagerer. Richtig, genau. Und die haben gesagt, eine Brücke, ja, die, der einzige Weg. Wenn du Weg durch willst, ja, bezahl. Dann bezahl mal. Ne? Und ist ziemlich assi. Und bei Terra haben sie das wirklich ziemlich gut gelöst, vor allem in den Städten, weil da der Bodyblock ausgeschaltet ist, sondern auch dann wirklich nur in den Kämpfen, in den Welten draußen ist. Das Problem bei Terra war am Anfang auch super in den Himmel hoch gehypt und danach abgestürzt. Nichts mehr gebracht. Ja. Das war wirklich in. So dieses Ion-Syndrom. Ja, korrekt. Also eben Ion, ja, haben wir sehr lange gespielt. Haben wir verflucht lange gespielt. Haben wir sehr lange gespielt, ja. Wirklich sehr lange gespielt. Nee, und da halt einfach auch wirklich das Problem in Korea, weil Terra kam aus Korea. Dort hatten sie schon Patches drin und zusätzlichen Content und bla. Und in Europa nix. Kam das nicht. Einfach nada. Weil irgendwie der Publisher einfach hier gepennt hat. Stinkefinger, den hier, nee. Wir gucken mal, wie es läuft. Ja. Ihr bezahlt wir schlachten es erstmal aus, genau. Und dann gucken wir, wenn es nicht mehr läuft, dann hauen wir Patches raus. Ja? Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir würden heute noch Ion spielen. Aber wir haben es einfach 2 Jahre am Stück gespielt und es kam nichts. Richtig, genau. Ich meine, genau. Ungefähr ein halbes Jahr, bevor wir aufgehört haben, kam dann Ion 2.0 mit diesen 2 oder 3 neuen Gebieten. Balauera. Balauera, ja, genau. Da waren auf Elios Seite ein neues Gebiet, auf Asmodia Seite ein neues Gebiet und ein Verbindungsgebiet dazwischendurch, was man de facto nie gesehen hat, weil da bist du nur in die Nähe gekommen und wurdest weggefarmt. Was? Ja, gut, mit großen Raids ging's. Also ich bin da. Ja, aber ich möchte ein MMO spielen, dass ich da auch mal weitergehen kann. Die Sache ist natürlich auch gerade in Ion, dort, also ich muss ganz ehrlich sagen, Ion hat viel Geiles. Ion hat wirklich sehr viel Geiles. A, Charakterdesign und Möglichkeiten, um die zu verunikisieren oder vereinzigartigen. keine Ahnung, also das war wirklich Hammer. Man hatte 2 Rassen, die beiden Fraktionen, Asmodia, Elios. Und man konnte seinen Charakter, man konnte große Charaktere machen, man konnte kleine Charaktere machen, man konnte dicke, dünne machen. Man konnte dünne mit großen Köpfen. Man konnte dicke, kleine mit ganz langen Armen machen. Richtig, genau. Also wie Orang-Utans oder so. Nicht, dass wir das getan hätten. Nee, gar nicht. Also den kleinsten Charakter, den ich erstellt habe, ist Rumpel. Rumpel-Style. Und Rumpel hat aber auch geil ausgesehen. Nee, und von den Anpassungsmöglichkeiten, die man da gehabt hat, das war wirklich Hut ab. Echt, sowas von. Das war der Charakter-Editor. Ja. Und dann bist du in die Welt gekommen und hast dir gedacht. Also, alleine schon dieses große Feature, Fliegen. Genau. Und dann plötzlich geht's nicht überall. Ja, aber das Gleiten hat ja dann funktioniert. Also ihr müsst euch vorstellen, Fliegen. Ne? Wir kämpfen nicht nur auf der Ebene, sondern auch in der Höhe. In Guild Wars 2 gibt es das auch. Jetzt kommen wir schon wieder in Guild Wars 2. Und zwar bei den Wasserkämpfen. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, schlecht gelöst, Arena nicht. Schlecht gelöst. Warum? Ich finde, die Wasserkämpfe funktionieren nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich habe da immer Probleme mit Unterwasserkämpfen. Oh, gut, vielleicht liegt es am Kampfsystem. Teilweise Targets nicht richtig erkannt werden oder. Ja, okay. Es fühlt sich nicht. Mein Ion, da hatte ich ja auch schon. Und ich hatte ja meinen Riesenspaß im Abyss. Ich nicht. Ich schon. Weil. Was ist das für eine Engine gewesen? Cry. Ja. MMO untauglich, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest so, wie es in Ion gelöst war. Weil sobald irgendwie nur ein Asmodia bei uns in die Nähe kam, bei mir hat das Spiel angefangen zu ruckeln, bis richtig. Das Modell geladen hat. Richtig, genau. Und jetzt stellt euch mal vor, was bei Festungskämpfen passiert. Wo 200 Asmodia, 200 Elios sind. Dia-Show! Yeah! Ja, Slideshow, 10 Sekunden Takt. Ja, echt.
Tot, lebendig. Das hat mir das Spiel ein bisschen versaut, zumindest im Abyss. Ja gut, ich habe im Abyss habe ich einfach immer die Charakterdetails wirklich, wenn ich Raiden gegangen bin, komplett runtergedreht. Ja, man konnte sie ja sogar ausstellen. Richtig, dann hast du genau. Nur gegen rote Namen gekämpft, was unheimlich befriedigend war. Ja. Aber auf jeden Fall konnte man mit den Raids ziemlich Abyss-Punkte farmen. Und natürlich auch die Gruppenkill hat jeweils für jeden einzelnes Gruppenmitglied gezählt und da bin ich dann auch auf ziemlich viele Kills gekommen. Ja. Von Gegnern. Da war ich immer ziemlich stolz drauf. Ja, war er. War echt der. Hat er immer rumgebitscht. Ja, ich habe schon mehr Kills wie du. Ich war der in der Gilde mit den höchsten. Ja, ist gut. Ich war in der Gilde mit den höchsten Kills. Er ist immer noch sauer, weil ich einmal in die Dark Poeter Instanz reingegangen bin mit drei. Das müsst ihr euch reinziehen. Ich gehe da wochenlang rein. Wirklich wochenlang in diese eine Instanz, weil es halt die High-Level-Instanz war. Und wie gesagt, anderthalb Jahre hat es gedauert, bis da irgendwie mal ein Patch mit neuem Content kam. Richtig. Also man geht in diese Instanz immer und immer und immer und immer wieder. Kriegt nie was. Nie. Dann nimmt man ihn das erste Mal mit, nachdem der gefühlt 8 Monate gebraucht hat, bis er seinen Charakter erstmal auf dem Level hatte. Templer. Und er kriegt sofort sein halbes Equip zusammen. Da hab ich so einen Hals geschoben. Ja, wirklich. Da hätte ich am liebsten aus der Gilde geschmissen. War toll. Ja. Nein, aber das hat das Spiel wirklich kaputt gemacht. Diese langen Zwischen. Richtig, genau. Das hat sich, im Moment hat sich das wirklich gebessert. Also ich glaube, sie haben in dem letzten Jahr haben sie es auf 3.0 und ich glaube, jetzt ist es sogar schon 4.0. Ja, also sie haben jetzt komplett mit Housing neue Klassen, neue Gebiete, neue Skills, Möglichkeiten, Pipapo, die haben tonnenweise Zeug umgestellt. Ich wollte es mir eigentlich in letzter Zeit mal anschauen. Aber zu spät. Es ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Wir haben anderthalb Jahre haben wir endlich auch penetriert damit. Und haben sogar Support noch dafür bezahlt. Haben dafür bezahlt, haben geschrieben, hey, komm, bringt was. Ja. Irgendwas. Ja. Ne? Weil Korea, die sind schon dran mit ihren neuen Gebieten und alles. Wie das bei uns rauskam, war glaube ich, also wie es bei uns in 1.0 rauskam, war es glaube ich in Korea schon auf 2.6 oder so. Ich meine, wie es bei uns rauskam, wurde bereits schon den 3.0 Trailer announced ja. In Korea. Da muss man sich mal vorstellen, den 3.0 Trailer, der jetzt vor einem Jahr ungefähr jetzt hier gelauncht wurde. Ich meine, das ist ein paar Jahre zurück. Ja. Und ich sag ja ungefähr 5 Jahre. Genau. Und ich meine, die haben unheimlich geiles Zeug announced und wir sind einfach da gesessen und so, wann kommt ein verfluchtes, verficktes Update? Und es kam nicht. Es kam einfach nicht. Deswegen ist Ion dann auch gestorben. Also die haben ja die Server zusammengelegt, irgendwann Free-to-Play gemacht. Free-to-Play. Das ist immer so der letzte Ausgang, wenn man ins Free-to-Play. Genau, richtig. Und da ist dann eigentlich auch wieder ein bisschen Pay-to-Win reingekommen, glaube ich. Für uns ja nicht, weil wir Veteranen sind. Für uns sind. Ja nicht, weil wir ja Veteranen sind, genau. Weil wir noch bezahlt haben dafür. Das hat jetzt keiner gehört. Genau. Das Mikro ist zu weit weg. Warum mache ich eigentlich diese Videos mit dir? Ich habe keine Ahnung. Weil ich nett bin. Und weil ich rein zufällig hier war. Richtig, genau. Weil wir eine Kamera haben. Und ein Mikro. Ja. Und was zu trinken. Deine Wünsche für die nächste MMORPG-Generation? Oder sagst du, nee, hat überhaupt keinen Sinn mehr. Eigentlich ist es rum. Meine Wünsche für die nächsten MMORPGs. Also, bitte, liebe Hersteller, kommt weg von diesem In-Game-Store-Zeug, von diesem Abo-Zeug, macht ein Spiel, stellt es zur Verfügung, was man spielen kann. Hier, man kauft sich das Spiel und spielt es nachher. So sollte das laufen. Free-to-Play ist cool. Es gibt auch einige Hersteller, gerade Indie-Hersteller, die das ziemlich geil hingekriegt haben mit diesem Free-to-Play-Modell. Indie-MMOs? Free-to-Play? Nee, nicht Indie-MMO. Ja, das ist ein Action-RPG. Ich sag nur Scarlet Blade, wo du dafür bezahlen musst, um deinen Charakter nackt zu sehen. Ich meine, wem es gefällt, aber es gibt diese Funktion. Warum muss ich dafür bezahlen? Richtig. Also nee. Ich dachte jetzt eher so Path of Exile. Alles, was du dir kaufen kannst, ist bloß Skill. Skin. Nicht Skill. Danke. Ich brauche mehr Alkohol. Da. Danke. Wie gesagt, meine Wünsche. Macht ein Pay-to-Play. Also. Pay-to-Play. Also, wie gesagt, dass man sich das Spiel kauft. Buy-to-Play. Entschuldigung. Buy-to-Play. Buy-to-Play.
Ja, dass man sich halt das Spiel kauft, so wie Guild Wars 2, und es dann spielen kann. Und wenn man dann noch mehr Geld reinstecken will in diesen Ingame-Store für neue Charakterplätze oder für sonst irgendetwas, kann man sich immer noch entscheiden, ob man das Ingame-Gold farmt oder ob man alternativ einfach nochmal bare Euros da reinsteckt und sich die Edelsteine direkt kauft. Korrekt, korrekt. Weiterer Punkt, macht es anspruchsvoll. Macht es nicht einfach. Es darf nicht einfach sein. Das ist wiederum schwierig. Das ist wieder sehr schwierig. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen, es ist anspruchsvoll und es ist so, dass du... Nicht bevor unfair. Nein. Auf diese Unverschiedene will ich jetzt gar nicht raus. Aber anspruchsvoll rutscht schnell in diese Sache ab, wie, um diese Instanz jetzt zu machen, brauchst du noch den und den Drang. Und den musst du dir jetzt erst noch die Reagenzien zusammenfarmen und dann bist du ganz schnell wieder in diesem Trott drinne, dass du weißt, heute Abend gehe ich in die Instanz oder in den und den Raid und dann muss ich jetzt wieder die nächsten 5 Stunden bis heute Abend das und das und das und das farmen, und damit ich mir dieses und jenes herstellen kann und damit ich überhaupt mitkomme. Nee, so sehe ich das nicht. So, ja, aber so ist Schwierigkeit bei den meisten Entwicklern im Moment noch angesehen. Nee, aber halt eben, ja, wie soll man das so intelligent sagen? Ich möchte nicht durch eine Instanz in 10 Minuten durch sein. Bossmechaniken. Die Bossmechaniken anspruchsvoller machen. Also nicht einfach so, oh Boss, ich hau jetzt Tank and Spank drauf. Klar, eben, wie gesagt, Bodyblock. Muss. Ja. Ob es Klassensysteme wie Tank, Heiler, Baba gibt, scheißegal. Aber der Kerl, der ein Schild trägt, der muss das Schild aktiv einsetzen können. Ja. Punkt. Und das ist auch etwas, was sich an Guild Wars 2 ein bisschen stört. Der Schild. Beim Wächter ist der Schild Beiwerk. Sieht cool aus. Ja, genau. Sieht cool aus. Meine Tür. Aber den aktiv einsetzen. Wirklich so, ich stelle mich hin, zack, zack, Block hin. Ne? So, Schild. Gut, dafür hast du mit dem Schild ja die Schildfähigkeiten. Ja, natürlich. Aber es ist irgendwie, es ist nicht aktiv. Ja, es ist keine aktive Fertigkeit, die du... Das ist halt dieser Cooldown. Dafür ist das Kampfsystem halt auch mal nicht ausgelegt. Ich meine, beim Krieger kannst du ja aktiv blocken, aber er hat trotzdem einen Cooldown drauf. Warum habe ich einen Cooldown auf dem Schildblock? Ja, richtig. Also, vom Kampfsystem her würde ich mir halt etwas Ähnliches wie Dark Souls wünschen. Ja. Wenig Skills, große Auswahl an Skills, aber wenig, die man gleichzeitig einsetzen kann. Und halt eben auch vielleicht die Möglichkeit, gewisse Skills zu kombinieren. Das fände ich jetzt auch noch sehr interessant. Dass man, wie gesagt, das ist kein MMO, Path of Exile, wo man die Möglichkeit hat, passive Skills auf aktive zu setzen. Das heißt, ich schmeiße einen Feuerball, der freest noch und verteilt noch Blitzschaden zusätzlich. Kann man machen. Hammer. Kann man machen. Hammer. Wenn man das möchte, kann man das tun. Richtig, genau. Und ich denke auch so, solche Sachen, da sehe ich eben an passiven Skills auch noch Verbesserungspotenzial. Also wenn man das alles einfach wirklich mal ein bisschen in den Kessel reinwirft, dann kann man da wirklich etwas ultra geiles machen. Und ich meine, ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, will jetzt niemandem irgendwie vorschreiben, was in Zukunft geil finden soll. Ich bin eine Optikhure. Ich bin eine absolute Optikhure. Genau. Wie Krabby auch. Oh mein Gott. Der hat eine Mumu. Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Nee, ich bin der Optikure. Und was ich haben muss, ist, meine Charaktere müssen unique aussehen. Ja, einzigartig. Das auf jeden Fall. Ich muss die Möglichkeit haben, so viel wie möglich an meinem eigenen Charakter zu verändern, so dass es mir gefällt. Ja. Und wenn wir nochmal auf die Bossmechaniken zurückkommen wollen, keine One-Hit-Skills. Bitte nicht. Bitte nicht solche Sachen. Das ist keine Schwierigkeit. Nein. Das ist, das ist noch nicht mal unfair. Das ist einfach nur blöd. Wenn du da stehst, genau in diesem Feld, dann wirst du sterben. Und wenn dir gerade mal die Katze über die Tastatur läuft, bist du tot. Nein, Bosse müssen schwer sein. Richtig. Aber sie dürfen keine One-Hit-Skills. Es muss immer noch so sein, dass zumindest der Heiler dich retten kann. Und selbst wenn sie One-Hit-Skills haben, dann müssen die Heiler sowas wie einen Seelenanker haben, dass du jetzt einfach mal sagen kannst, du stirbst mir nicht. Richtig. Ende. Genau. Das fand ich in Rift geil. Da konnte das der Tank, der Kriegsherr. Konntest einfach mal sagen, du stirbst die nächsten 5 Minuten nicht. Cool. Und wenn er einen Angriff bekommen hat, der seine Leben auf 0 reduziert hätte, wurde er voll geheilt.
Das sind solche Mechaniken, die müssen allerdings dann auch vorhanden sein, wenn man solche One-Hit-Kills einbaut. Natürlich, natürlich. Und nicht einfach nur, ja, du stehst jetzt da halb blöd und stirbst. Ja. Macht Guild Wars 2 mittlerweile ja auch. Mhm. Ich sag nur, dieser eine Boss, dieser kleine Asura in seiner komischen Materie-Antimaterie-Kammer, keine Ahnung, was das war, wahrscheinlich einfach nur sein Toaster. Es hat ihn zermanscht. Es hat ihn zermanscht, das war auch sehr, das war die geilste Sterbeanimation. Ein Asura zermanscht auf dem Boden, super. Ey, das hat mir so gut gefallen. Well done. Kommt jetzt als Fraktal. Hoffen wir's. Ja. Kommt ja. Ja. Was sind denn deine Wünsche? Wir gehen da ziemlich konform. Abgesehen davon, dass ich gerne noch, wie gesagt, dieses Klassensystem oder Skillsystem ein bisschen offener haben will, weil es mich generell immer stört. Ich bin so ein kleiner Zauberwürger, weißt du ja mittlerweile. Also ich spiele alles, was irgendwie zaubern kann. Echt? Ja. Und meistens ist es halt einfach so, ich habe dann meinen Magier. Es gibt dann, bestenfalls gibt es mehrere magische Klassen, die man zur Auswahl hat. Ob das jetzt ein Elementarmagier ist, ein Nekromant oder, jetzt habe ich bei einer Pädophilen gesagt, oder irgendwie ein Zeitmagier oder so. Meistens gibt es ja dann auch noch mehrere Magier, aber die sind dann in die hinteren Reihen verbannt. Ich stehe dann da mit meiner Stoffrobe und erfreue mich aus der hinteren Reihe damit so, hey, macht Guild Wars 2 im Übrigen auch gut. Gerade was die Caster-Klassen betrifft, weil die können auch in Nahkampf gehen. Ja, richtig. Aber trotzdem habe ich nicht die Freiheit, meinen Charakter so zu spielen, wie ich ihn gerne spielen möchte, weil wer schreibt mir vor, warum ich jetzt nur Stoffrüstung tragen möchte? Tesso. Ja, kostet monatlich. Gestorben. Quasi. Nein, aber das ist wirklich schade. Man sollte wirklich seinen Charakter so aufbauen können, wie man das will. Absolut. Und nicht, wie das Spiel das einem vorschreibt. Deswegen bin ich auch absolut überhaupt kein Fan von irgendwelchen Klassensystemen. Ich hasse Klassensysteme. Das ist so, das sind 90er, die frühen, ja, das hier frühe 20. Jahrhundert ist das. Ja, ich finde, man kann irgendwie eine Art Grundklasse einbauen. Aber man sollte dem Spieler auch die Möglichkeit lassen, wirklich von Grund auf komplett selbst zu entscheiden, wohin ich gehen möchte. Nee, es ist einfach eine Sache, die damals eingeführt wurde, weil man hatte halt vielleicht auch nicht die Kapazitäten, das so zu machen. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, man hat auch, meine MMO kommt aus dem RPG, kann mir jeder erzählen, was er will, und ist RPGs so. Kommen aus den Pen and Paper Sachen. Punkt. Ist so, ja. Und bei Pen and Papers war es am Anfang auch so, wenn man natürlich als Anfänger in Pen and Paper Rollenspiele reingeht, dann ist es so, man hat hier die verschiedenen Klassen. Man hat den Krieger, man hat den Magier, man hat den Heiler, den Nekromanten von mir aus noch oder whatever. Ne? Und je länger, dass man sich eigentlich damit auseinandersetzt, mit diesen Pen and Paper Rollenspiele, umso mehr sagt man, okay gut, ich kriege mir jetzt meine eigene Klasse. Dann gibt es dann komplett andere Regelbücher, wo einfach mal tonnenweise Skills drin stehen. Und das funktioniert dann auch in vielen Systemen eigentlich immer mit Absprache mit dem Spielleiter. Ja. Also wir hatten ein Spiel gespielt, das war Wechselbalg, Changeling hieß das Ding. Und da war es wirklich so, es gab keine vorgeschriebenen Skills. Sondern wir haben angefangen, wir haben unseren Charakter erstellt. Der Spielleiter saß da, hat geguckt, okay, was möchtest du machen, in welche Richtung möchtest du gehen, und hat dann gesagt, okay gut, du hast jetzt die und die Skills, du hast die und die Zauber, du hast das und das für Möglichkeiten und du hast das und das für Möglichkeiten. Und ich meine, in Paper-RPG kann auch problemlos ein Magier eine Plattenrüstung tragen. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Soll ja auch so sein, ne? Eben. Wenn der sich irgendwo in ein großes Kriegsgetümmel reinstürzt, klar, Gandalf the White, ne, auch hier in seiner Stoffrobe. Du kommst nicht mehr bei... Ah ne, das war noch the Grey. Genau, aber muss man einfach sagen, ja, ein Spieler ist nicht unbedingt direkt Gandalf the Grey oder Gandalf the White, weil das ist ja dann schon wirklich ein Hardcore-Magier. Also, und zu Beginn ist man ja wirklich der kleine Bauernsohn von nebenan oder irgendwie ein Acolyte, also ein Azubi, ein auszubildender Magier oder irgendwie ein Lehrling, ne? Und kann da gerade mal hier... Geh mal eine Flasche Druckluft holen. Ja, korrekt. Ne? Also für alle Harry Potter hier noch nichts mit Avada Kedavra, sondern ist hier Expelliarmus. Dingens. Genau, also mal einen Zauberstab wegmachen vielleicht. Ne? Einen Zauberstab schwimmen. Zauberstab bringen. Ja. Nein, aber das ist wirklich in der Tat das, wo es mich bei den meisten MMOs dann irgendwann ankotzt. Weil ich fange dann eine Charakterklasse an, die mir am Anfang auch zusagt, weil Zauberwirker. Und irgendwann merke ich dann... Defizite halt einfach. Es wird dir vorgeschrieben, was du machen kannst. Eben. Und das ist,
versuch mit dem zu brechen. Ich meine, wir sind in 2013. Ja. Warum schreibt man mir als Spieler vor, was ich zu spielen habe? Ja, für viele Spieler ist es wahrscheinlich so, viel zu kompliziert. Ja gut, dafür, das hat ja Rift wieder gut gelöst jetzt mittlerweile. Dafür kannst du ja sagen, hey, ich möchte jetzt mal Skill einfach mal für mich. Es gibt dann natürlich diverse Rollen, die man sich auswählen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rollen alle heißen, Gelehrter, bla bla bla. Und man bekommt vom System Skillbäume vorgegeben. Und wenn man ein Level Up hat, kann man sich entscheiden, verteile ich die Skillpunkte selbst, so wie ich es haben möchte, oder drücke ich einfach auf Skillpunkte verteilen und dann macht das System das halt so, wie es denkt. Oder eben Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Ich level das hoch, was ich möchte. Ja. Oder halt eben, ich habe diese vorgegebenen Klasse und da sehe ich auch, in welche Richtung das ich etwa gehen müsste, wenn ich das und das erreichen will. Also wenn ich permanent mit einem großen Claymore herumrennen möchte, so Braveheart-Style, William Wallace, dann brauchst du Stärke. Stärke, ne? Ja. Wenn ich hier mit zwei Dolchen rumrennen möchte, brauchst du Beweglichkeit. Agility, Dexterity. That's it. Ist so. Genau. Und ich denke, das war wahrscheinlich auch das Einfachste. Und das ist nicht so kompliziert. Wir sind nicht alles voll Idioten. Liebe Computerspielhersteller? Nicht alle. Nicht alle. Also es gibt bestimmt ein paar. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, oh nee, das ist viel zu kompliziert, das ist viel zu ja, aufwendig, aber mach das doch so einfach. Und da könnte man ja wirklich dann sagen, okay gut, hier, Autoskill. Und zwar Richtung Tank, Richtung Magier, ja. Richtung Kleriker, Richtung was auch immer, wie die Klassen dann halt eben heißen. Ja. Aber dass du wirklich die freie Möglichkeit hast zu entscheiden, was will ich haben. Und besonders wenn ich sehe, ja, ich will die Rüstung haben hier, diese Platte, ich bin aber nur Magier. Ja. Dann kann ich trotzdem die Platte anziehen. Ja. Das ist aber auch wieder nur ein Konzept, was eigentlich nur auf MMOs zugeschnitten ist. Weil die meisten Singleplayer haben es ja eigentlich. Richtig, schon. Genau. Wenn du dir jetzt Skyrim und so anschaust. Ja, korrekt. Die haben es ja. Man startet praktisch als Neutrum. Jeder kann alles jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Rassenfertigkeiten, die man am Anfang noch auswählt, beziehungsweise die man mit der Auswahl der Rasse dann noch dazu bekommt. Ja. Aber die sind auch meistens nicht so stark. Ich meine, bei den Katzen hast du dabei, dass du besser schleichen kannst. Bei den Kaiserlichen hast du dabei, dass du mehr Gold findest. Ja, das interessiert nachher im Spiel keine Sau mehr. Nee. Aber man fängt dann halt als kleiner Depp an, der da irgendwie gefangen genommen wurde und gerade noch so vor einem Drachen fliegen konnte und hat dann sein Schwert und sein Schild in der Hand und wird halt auf die Welt losgelassen. Und kann halt dementsprechend auch skillen. Möchte ich jetzt Zerstörungsmagie, möchte ich Heilmagie, möchte ich dieses, jenes, das da, noch ein bisschen mein Nahkampfskill erweitern. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe in Skyrim auch über 200 Stunden verbraten, genau deswegen. Ja, natürlich, eben. Unendliche Möglichkeiten. Und ich meine, das kenne ich auch aus anderen Solo-Rollenspielen. Divinity, genau dasselbe. Klar. Morrowind, klar, eben das Elder Scrolls, da ging das sowieso schon immer. Was kenne ich noch sonst? Fable? Reden wir nicht über Fable. Eins. Der hat, ja, eins. Fable 1. Fable 1 ist in Ordnung. Fable. Es gibt nur ein Fable. Die anderen Fable waren bleh. Fails. Das war mein erstes Let's Play, Fable 3. Ja. Das war mein erstes Let's Play damals. Boah. Fable 3 fand ich als RPG an sich gar nicht so schlecht, aber als Fable war es kacke. Korrekt. Ja. Ist einfach so. Richtig. Genauso wie Dead Space 3 als Dead Space scheiße ist und wie Resident Evil 6 als Resident Evil scheiße ist. So ist es halt. Ja. Nein, aber wie gesagt, ich möchte von mir aus auch wirklich mit einem Neutrum anfangen, dass ich am Anfang alles genauso habe wie alle anderen, die anfangen auch. Und mit der Zeit gerne auch über so ein System, hey, du kannst jetzt hier Zauber erlernen, aber halt einfach nur die Grundfertigkeit, Zauber zu wirken. Und umso öfter du den Feuerball schmeißt, umso stärker wird er. Alleine das würde ja schon reichen, aber das haben viele ja schon nicht. Ja, genau. Und das ist schon schade. Der Charakter sollte sich, wie gesagt, meiner Spielweise anpassen. Richtig, korrekt. Und nicht ich dem Charakter. Richtig, genau. Weil damit kann ich nichts anfangen. Dann kann ich mich mit dem Charakter nicht identifizieren. Das ist das Wichtigste im MMO. Genau. So einfach ist das. Richtig. Und das wünsche ich mir für die nächste Generation MMOs, falls sie überhaupt noch eine Zukunft haben. Gut, ja, dann will ich sagen, jetzt wisst ihr, was wir wollen. Schreibt doch in die Comments, was ihr vielleicht wollt. Und wer weiß, vielleicht wird das sogar erhört. Und irgendjemand stirbt durch eine Facehugger. Der ist cool. Natürlich ist er cool, ist auch meiner. Blink. Brich ihm nicht den Schwanz ab. Spiel ihm nicht am Schwanz rum!
Ja, nee, ich habe die Anmoderation gemacht. Soll ich auch die Anmoderation machen? Du darfst auch die Abmoderation machen. Gut, ich bin beschäftigt. Er ist beschäftigt. Er ist so etwas von beschäftigt. Ja, nee, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier auf dem Stapel gelassen haben. Auch Olli, vielleicht, wenn du nicht direkt von Anfang weg abgeschaltet hast. Nein, der hat sich das angeguckt. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall fühle ich gegrüßt. Unsere komplette MMO-Gilde seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das überhaupt da oben ankommt, wenn du so leise redest. Doch, ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Wir hoffen, es hat euch wirklich Spaß gemacht, uns ein bisschen hier rumspacken zu sehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, vielleicht noch ein Däumchen nach oben lässt. Wenn ihr möchtet, Kommentar unten. Zumindest für den Facehugger. Genau, für den Facehugger einen Kommentar hinterlässt oder Däumchen auch oder... Nur für den Facehugger. Nur für den Facehugger. Für uns, wir brauchen das nicht. Nee, genau. Wir haben schon so viel YouTube-Fame und YouTube-Money. Genau. Ich meine, hallo, Außenstudio in der Schweiz. Ne? Ja. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, pff. Genau. Und jetzt sitze ich hier. Richtig. Trinke Whisky. In meinem Studio. In deinem Studio. Mit deinem Sofa. Mit meinem Sofa. Genau. Und deiner Headcrab. Und meiner Headcrab, genau. Ich habe kein Whisky mehr. Du hast kein Whisky mehr. Mach jetzt mal bitte die Anmoderation Abmoderation fertig. Ja. Dass ich mir Whisky schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Wir wissen immer noch nicht, wie es heißt. Intim Badcast. Ich finde das gut, das behalten wir. Genau, behalten wir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.